Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Replay Overlord 2. Ich habe jetzt einmal ein etwas anderes Aufnahmesetting probiert und hoffe, dass das gut klappt, aber das sehen wir dann fertig auf YouTube. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch, wie man hier weiterkommt. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist genau dasselbe Problem wie das, was ich damals hatte. Nämlich da habe ich es auch irgendwie nicht hingekriegt, das Ganze hier weiterzuführen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Offensichtlich hatte ich einfach irgendwie ein Problem damit herauszufinden, was hier los ist. Aber ich bin nicht der Einzige, dem es so ging. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, dass ich der größte Vollhorst der Welt bin. Das stimmt mich schon mal etwas fröhlicher, das ebenso zu wissen. Okay, die Roten haben Schaden genommen, aber das scheint sie nicht so großartig zu stören. Wir müssen jetzt einmal hier rüber, über die Brücke. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Zeug da unten dann zu visieren, beziehungsweise unsere Schergen dahin zu schicken, damit sie diese Stützpfeiler hier zerstören. Und dann fliegt der Salamanderkönig nämlich hier ins Wasser. Und wir haben ja schon vorher festgestellt, dass es ihn durchaus stört. Dann können wir das Turmherz holen und seine kleinen feurigen Freunde kontrollieren. Und das machen wir jetzt auch. Bams. Mit den Salamandern an unserer Seite soll... Boom. Es ist vollbracht. Wow, okay. Direkt mal geköpft. Das Pokémon ist tot. Den Kopf zerschlagen. Schade, der hätte gut in meinen Steingarten gepasst. Neben die versteinerte Succubus. Eine Schande. Eine wunderschöne Frau. Bis zu dem Vorfall. So, ich musste jetzt eben mal erstmal die Roten hier wiederbeleben, die während der Cutscene massenhaft gestorben sind, was ziemlich fies ist. Und jetzt werden wir uns das Turmherz vornehmen. Geht es mir? Sie greifen nicht mehr an. Ihr seid ihr neuer König. Die Roten freuen sich sicher, dass sie nicht mehr zu Fuß gehen müssen. Ja, und das ist der Moment. Ein Schrein und das Kaiserreich wartet auf eine Tracht Prügel. Das ist der Moment, an dem die Salamander uns ihre Treue schwören. Denn ihr König ist, wie gesagt, tot. Und das bedeutet, dass wir nun Kontrolle über sie haben. Sie sind die Reittiere der Roten. Und ziemlich cool auf jeden Fall. Wir werden sie jetzt mal hier in Beschlag nehmen. Ein paar haben wir ja davon. Und mit diesen Salamandern sind wir jetzt wie beim Salamanderkönig in der Lage, hier diese schrägen... Und die Salamander über die Rampe ausschwärmen. Diese schrägen hier hoch zu kraxeln. Das müssen wir machen, um hier drüben die Brücke zu bilden. Dann können wir auch das Turmherz wieder mitnehmen. Ich glaube, die Salamander sind auch in der Lage. Oh Gott. Beeilung! Lasst sie nicht ins Heiligtum, Meister! Oh Scheiße. Verwendet eure Salamander für die Rampe und haltet sie in Bewegung. So können sie die Soldaten in Brand setzen, ohne selbst verletzt zu werden. Ja, das ist total cool. Schöner Flammenangriff. Das ist dieser Flammenwerfer, den ich meinte, und den finde ich auch echt nice. Also, das Goldene Imperium ist hier. Sie haben uns gefunden. Sie sind mittlerweile so mächtig, dass nicht mal mehr die Magie dieses Ortes sie irgendwie fernhalten könnte. Uns stehen also nicht sehr gute Zeiten bevor. Und wir müssen jetzt irgendetwas tun, um Feyre vielleicht noch Bescheid zu sagen. Beziehungsweise, oh Gott. Hilfe. Flieht. Flieht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal weg hier. Wir brauchen mehr Salamander und wir brauchen auch mehr Schergen. Wir holen uns jetzt auch noch mal ein paar Braune dazu. Schnell hier durch. Ladet es auf. Das war der letzte Schrein. Irgendwie scheint es aber noch immer nicht genügend Pep zu haben. Geht da schnellstmöglichst zurück zu unserer kleinen Königin. Vielleicht veranlasst sie das Eindringen des Kaiserreichs ja dazu, noch ein wenig mehr von ihrem Heiligtum zu opfern. Na, ich will es hoffen, denn wie sollen wir das Kaiserreich denn sonst besiegen? Ich finde es übrigens komisch, dass die Musik wenig bedrohlich wirkt, obwohl das Goldene Imperium jetzt dabei ist, hier überall einzudringen. Das ist ein wenig antiklimatisch, aber was soll's. Oh, hier fliegen jetzt auch wieder überall die Bomben. Wir müssen hier rüber. Aua. Flammeninferno.
Sehr schön. Das ist auch eine neue Art von Feind. Diese Bogenschützen haben wir vorher auch noch nie gesehen. Holen wir uns jetzt erstmal noch die Schergen hier drüben. Die werden uns hier ja nicht ohne Grund gegeben. Wir haben jetzt insgesamt 31. Wir können noch einiges mehr theoretisch kontrollieren. Das ist dann doch näher gekommen, als ich gedacht habe. Halt sie an. Sehr schön, die Bombe ist runtergefallen. Also alleine werdet ihr nicht viel ausrichten können. Feyr, wo bist du? Wir brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Noch mehr von euch. Sehr gut. Weitere scheinen da jedenfalls nicht rauszukommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Hier können wir jetzt erstmal unsere Energie aufladen. Ist hier vielleicht noch irgendetwas Wichtiges drin? Wir brauchen ja immer noch diese Schmiedekristalle. Sonst können wir unseren Superhelm nicht schmieden. Theoretisch könnte ich das Ganze ein bisschen grinden bei den Wichten. Von denen es hier eine gute Möglichkeit gibt. Machen wir. Sehr gut. Schnell weg hier. Oh mein Gott, okay. Feuer. Aua. Also das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Aus irgendeinem Grund pimmeln die hier ziemlich doof rum. Okay, jetzt wird es so langsam besser. Den Rest müssen wir jetzt auch mal hier reinschicken, wenn wir noch eine Chance haben wollen. Und die Salamander nicht sterben sollen. Okay. Also unser Magieangriff ist mittlerweile durchaus auch sehr mächtig. Also ein paar Schergen haben wir schon verloren, aber es ist zu verschmerzen. Der Rest kann nun bitte mal eben nochmal schön an den Turmherz arbeiten. Oh Gott, da vorne kommen, glaube ich. Ah, das sind Schergen. Gut. Ich dachte schon, da kommen jetzt noch weitere Soldaten des Goldenen Imperiums. Auf die kann ich durchaus verzichten. In diesem Moment. Danke. 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 So kommen wir jetzt hier wieder. Oh. Nutzt eure Salamander für die Wichtlöcher. Versenkt ihnen ordentlich den Hintern. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Vielleicht will ich die Wichte vernichten. Jeden einzelnen von ihnen. Naja, immerhin sind wir jetzt fast bei 300 Wichten, die wir getötet haben. Aber das ist immer noch nicht, noch längst nicht so viel, wie wir bräuchten. Aber sie bringen Seelen. Und die Seelen werden wir in jedem Fall wieder irgendwo brauchen. Da ist noch was. Danke. Jetzt nehme ich mal an, dass wir hier hoch müssen. Na, gib mir mal die grüne Seele hier. Danke. Perfekt. Und jetzt hier hoch. Ja, Feyr wird wohl oder übel etwas von ihrer Magie abgeben müssen. Ansonsten sehe ich nämlich schwarz. Immerhin haben wir ein Bündnis geschlossen gegen das Goldene Imperium. Und das soll ja nicht ohne... ja, ohne Ziel gewesen sein, beziehungsweise ohne Erfolg gewesen sein. Nehmen wir noch ein bisschen Gold. Gold werden wir auch brauchen, denn wir werden die anderen Gegenstände, also wir werden die Gegenstände der anderen Interessen auch noch kaufen müssen. Denn wir wollen das Health Upgrade, wenn wir mit allen Interessen schlafen. Das ist natürlich nur aufgrund des Stats-Zugewinns, ne? Das hat nichts mit den... mit den Mätressen an sich, mit dem Vorgang zu tun. Denn darum geht es mir nicht. Das ist ganz klar. Dass man das auch merkt. Durchaus ein Unterschied.
So. Danke. Hier kriegen wir sogar noch ein paar Brüder hinzu. Hier sind auch noch ein paar Truhen. So, sehr gut. Als nächstes gehen wir hier hoch. Und müssten doch jetzt eigentlich auch mal da. Genau. Da haben wir den Aufzug, der uns nach oben bringt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Feyre reagieren wird, wenn wir noch mehr verlangen. Aber eigentlich hat sie keine großartige Wahl, als uns zuzustimmen. Ah, Chaos! Keine Zeit zu verlieren, Herr. Das Kaiserreich ist fast da. Kehrt zur Königin Feyre zurück und findet heraus, ob sie weiß, wie ihr das Turmherz vollständig aufladen könnt. Ja. Schnell! Also wenn sie wirklich nicht alles verlieren will, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Oh nein, das Goldene Imperium zerstört alles. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was wir brauchen könnten. Nein, leider keine Schmiedekristalle. Das ist wohl bedrohliche Musik. Hier kommen wir nicht lang. Nee, und da vorne sehen wir schon das Goldene Imperium. Da oben sehen wir auch... Oh Gott. Sie zerstören wirklich überall das Heiligtum. Aber diese Invasion hier, die muss von langer Hand geplant gewesen sein. Das wirkt mir irgendwie alles zu glatt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist fast, als würde jemand dahinter stecken. Also klar, es ist offensichtlich, dass jemand dahinter steckt. Aber dass es noch jemanden gibt, der das Ganze mitorganisiert hat. Das kann nicht das Goldene Imperium alleine geschafft haben. Guck mal, was wir da haben. Was ist denn, wenn wir jetzt die schieben? Können wir die Soldaten wegschieben? Ja. So, was ist, wenn wir da noch was schieben? Schieb doch mal. Warum schiebt ihr denn nicht? Die auch schieben? Schieben! Sehr schön. Jetzt kommen wir hier durch. Und die Soldaten sind schön hier ausgegrenzt. Wir müssen natürlich das Turmherz auch mal wieder nehmen. Ansonsten kommen wir nicht weit. Wir werden die Energie des Turmherzes brauchen. Was haben wir hier? Hier kommen wir nicht weiter. Hier drüben ist ein Anführer. Was ist hier oben? Ah ja, hier dürfen einige Kristalle noch sein. Oder? Glück haben. Ja, immerhin. Ist natürlich bei weitem immer noch nicht genug. Also das wird noch eine Weile dauern. Leider. Oh, der ist gut. Den nehmen wir auch. Kommt mit, ihr tapferen Recken. Also das Turmherz sieht schon echt beeindruckend aus, muss ich sagen. Oh! Ups, das wollte ich nicht. Hilfe! Yeah, die Elfen kämpfen! Wehrt euch! Hielt euch immer für Jammerlappen, aber es geht. Verteidigt sie! Verteidigt das Heiligtum, verteidigt Feyre. Auch wenn ich eure Vorliebe für Petunias nicht verstehen kann. Jetzt kämpfen wir zusammen, Elfen des Heiligtums. Da vorne müsste es zu Feyre gehen. Ist hier noch irgendwo etwas, wo wir lang gehen können? Dann nicht. Also hier ist ein bisschen Gold noch. Hier oben? Nee, können wir auch nicht mehr lang. Okay, das heißt, es gibt nur noch den Weg da hinten. Da sehen wir auch schon die Statuen von Feyre. Brennt um euer Leben! Haltet Stand, Elfen. Bin gleich wieder da. Eine kurze Werbeunterbrechung. Nach einem Spot geht es weiter. Wo sind wir hier? Krieg ich hier vielleicht noch ein paar... Ja, krieg ich. Gut. Ich brauche noch mehr.
35. Okay, das ist schon mal schön, aber es reicht, glaube ich, immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele brauchten wir? 40 oder 50? So, das dürfte das Domizil von Feya sein hier. Ja, wir sind nicht auch nicht unbedingt besser, wenn wir hier das ganze Ding zerstören. Da ist Feya. Laden wir uns mit Magie auf. Beziehungsweise Heilung und allem. Hier geht's auch noch weiter. Immerhin Gold. Gold stinkt nicht. Es sei denn, es ist in Scheiße getränktes Gold. Aber das würde ich auch nicht aufsammeln. So, das Turmherz ist hier. Feya ist da vorne. Sie wird umgeben von einer magischen Aura, jetzt, wie ich das gerade sehe. Interessant. Hatte sie die vorher auch schon? Ja, ich glaube, sie hatte sie vorher auch schon. Was machen wir denn jetzt? Euer Artefakt muss einst unglaubliche Magie enthalten haben. Wenn nicht einmal meine Schreine es wiederbeleben konnten. So viele sind gestorben. So viele Unschuldige. Ich habe sie zum Tod verdammt. Deswegen ist es nur gerecht, dass ich ihnen folge. Nein. Nein. Will ich aber nicht. Ich will nicht. Was ist eigentlich hier vorne? Und was ist auf der anderen Seite? Ehrlich gesagt will ich das nicht. Oh, die Elfen halten uns... Oh, die Elfen wollen uns aufhalten. Ich meine, gut, wir wollen ihre Königin töten, ne? Irgendwo ist es schon logisch, dass sie das tun. Haltet sie auf! Meines Ernst! Ja, und sie sind dabei nicht zimperlich. Rote! Wo sind die Roten? Oh, das brauchen wir, das brauchen wir, danke. Holt die Roten wieder. Nein, okay, saugen wir ihr Lebenskraft. Lebenskraft für mich. Die Arme, sie ist wahnsinnig geworden, Petunia. Oh Gott, nein. Petunia 1 und Petunia 2. Wodurch man sie unterscheiden kann, die eine hat einen wabbeligeren Arsch. Ich weiß gar nicht, müssen wir das Turmherz jetzt mitnehmen? Dieses Mal seid ihr zu weit gegangen. Nein, eigentlich nicht. Sie will es doch so. Sie will es so. Sie hat mir ihr okay gegeben. Also so richtig angebracht finde ich euer Intervenieren jetzt also nicht. Mein Gott, ey, diese Attacken. Diese Macht. Ihr versteht nicht. Wir lassen nicht zu, dass der böse Kerl durchgekommen. Bleib einfach hier bei uns, Liebes. Oh mein Gott. In Petunias Fängen. Ich würde mich nicht gerne in ihren Fängen befinden. Sie ist ein Squib. Ich weiß nicht, halte doch, oder? Ja, das ist jetzt ein Insider. Einigermaßen zumindest. Noch mehr Kristalle. Sehr gut. Vielleicht kriege ich dann genug Schmiedekristalle. Gebt mir alles, was ihr habt. Verdammte Elfen. Wann gebt ihr denn endlich mal Ruhe? Angriff ist mittlerweile einfach so stark. Ich bin eure Königin. Hört mir zu. Aber es geht euch nicht gut. Ihr müsst euch hinlegen und ausruhen. Möchtet ihr eine Tasse Tee? Da sind sogar Nymphen da drüben. Oder Dryaden, wie die heißen. Helft ihr!
Also alle Wesen des Heiligtums schlagen gerade nochmal richtig Alarm. Wollen ihre Königin logischerweise um alles in der Welt beschützen. Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, aber es führt halt einfach zu nichts. So. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit weg. Vielleicht ein bisschen zurück. So. So. Nee, das hilft nicht. Glaube ich zumindest nicht. Oder? Doch, es trifft immer so einer oder so. Das ist natürlich nicht besonders hilfreich. Das Ding ist schon mal tot, ist er? Mit ihr, roten. Hier geht jetzt mal dahin. Greift das Teil an. Gut. Und jetzt hier. Greift das Teil an. Und alle tot. Das war nicht besonders schwer. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich das Turm jetzt mitnehmen musste, aber so von der Logik her muss es eigentlich schon passieren. Neu formieren, Petunia. Und es kann losgehen. Die Energie kann das Turmherz nicht erreichen. Bringt es näher an sie heran. Komm schon. Und jetzt. Liebes, warum lasst ihr zu, dass dieser schlimme Kerl das mit euch tut? Das ist nicht schön. Ich glaube, sie beginnt es zu mögen. Schade. Sie ist nicht mehr zu retten. So, es geht weiter in die Richtung. Aha. Einsamer kleiner Elf. Oh. Wir brauchen Salamander. Er wird uns die hier aus gutem Grund geben. Sehr gut. Jetzt geht es hier lang. Es sei denn, ich habe hier etwas übersehen, was man leicht übersehen kann. Hier auf der Rückseite zum Beispiel. Da ist aber nichts. Oh, Scheiße. Einhörner. Mir war fast so. Wir kommen wieder, Liebes. Keine Sorge. Sehr gut. So muss ich mich nicht mal groß anlegen mit denen. Perfekt. Jetzt haben wir da schon 50. Wo ist das Turmherz? Komm her. Die Dunkle, das Böse. Es ist alles so schön. Oh nein, es wird schlimmer. Der böse Mann ist zurück. Der böse Mann? Was hab ich euch eigentlich je getan? Guckt eure Körper an. Was habt ihr euch angetan? Seid ihr wirklich so dumm? Hört ihr mir denn nicht zu? Ihr seid krank, Liebes. Und wir müssen den Kranken und Schwachen helfen. Ihr könnt nichts dafür, dass dieser böse Kerl euer Gehirn durcheinander gebracht hat. Ich hab das Gehirn durcheinander gebracht. Alles klar. Feya, gebt nichts auf ihre bösen Einflüsterungen. Das entspricht alles nicht der Wahrheit.
der Wahrheit. Seine negative Ausstrahlung verwirrt sie. Vernichtung. Oh, ein hoffnungsloser Fall. Kommt. Lasst das Turmherz ab, dann können wir sie endlich überzeugen von meinem Weg. Richtig so. Saugt mich auf mit eurer dunklen Herrlichkeit. Ich werde alles aussaugen. Ende Nacht. Ich spüre es. Die Dunkelheit überkommt mich. Okay, die Elfen wollen es nochmal wissen. Ich werde die jetzt nochmal angreifen, einfach aus dem Grund, weil wir ja vielleicht so nochmal die Chance haben, an ein paar Schmiedekristalle zu kommen. Ja. Da drüben ist auch noch einer. Los! Blaue, nehmt eure Freunde. Schön. Und jetzt. Ich lebe. So viele andere sind gestorben. Ihr habt eine neue Frau aus mir gemacht. Ich begebe mich in euren Turm, wo ich eure Rückkehr erwarte. Sehnsüchtig. Ihr habt Königin Feyers Lebenskraft ausgesaugt. Tötet die dunkle Feier mit eurem Zauber oder nehmt sie zur Mätresse. Ich nehme sie natürlich zur Mätresse. Ich weiß aber nicht, wie ich das tue. Ich glaube, indem ich sie einfach gehen lasse. Ja. Königin Fea? Nein. Ich bin jetzt nicht mehr eure Königin. Ich kann es jetzt klar erkennen. Und ich möchte mit diesem Ort nichts mehr zu tun haben. Er ist jetzt euer Gebieter. Ihr befolgt nun jeden seiner Befehle. Eine ganz neue Welt wartet auf mich. Nicht wahr, dunkler Herr? Auf jeden. Und so sind wir zurück in unserer Unterwelt mit Feya im Schlepptau und dem aufgeladenen Turmherz. Wir haben dringend eine Sache zu bereden. Ihr habt wohl einige unselige Hofschranzen versammelt. Eine Flüchtige aus dem Kaiserreich mit mehr Vorbau als Gehirn. Lächerlich. Ich bin hübsch und ich habe einen guten Geschmack. Und eine Art Nordberger Schneeratte. Wie tief wollt ihr eigentlich noch sinken? Ich würde dich gerne mal mit einer Robbenmutter kämpfen sehen. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr sie einfach tötet und mich schließlich zur Hauptmätresse macht? Ihr werdet es sicherlich nicht brauchen. Aber wie wäre es mit der Unterstützung der Salamander im Endkampf gegen das Kaiserreich? Ich wollte nachsichtig sein, weil du neu bist, Fee. Aber wenn du willst... Wenn du mich zur Hauptmätresse machst, werden dich die Wölfe im Endkampf unterstützen. Moment! Ich kenne ein paar Tricks aus Immerlicht. Wenn ich Hauptmätresse werde, bekommt ihr diese kleinen grünen Spinnendinger zur Unterstützung. Die und dann natürlich mich. Ja, und das zeigt im Prinzip, also es gibt... kein Reittier der Blauen, leider, und dann gäbe es auch eine vierte Mätresse, weil ansonsten wäre diese Wahl ja gar nicht möglich. Wenn die Damen weiter darüber streiten, wer Hauptmätresse wird, kaue ich mir noch die eigenen Ohren ab. Drückt Alt, um Kelda zu wählen, Q, um Feyer zu wählen, oder klickt mit der rechten Maustaste, um Juno zu wählen. Also das ist auch ein bisschen random irgendwie, aber wir wählen Kelda als Hauptmätresse. Das hatte ich ja von Anfang an gesagt. Macht euch nichts daraus, Mädels. Wir beide kennen uns eben schon lange. Stimmt tatsächlich. Ja, finde ich auch. Das heißt, hat jedoch das Privileg, vor dem Endkampf jederzeit seine Entscheidung zu überdenken, wenn es ihm beliebt. Ah, okay. Ihr müsst Vorbereitungen treffen, Herr, und einige Dinge erledigen, damit euch nichts im Weg ist. Ihr und eure Schergen müsst gut auf den Kampf vorbereitet sein. Das werden wir sein, und deswegen
werde ich jetzt erstmal das letzte Stück in meiner Sammlung schmieden. Und das ist der Helm. Der Helm, der noch fehlt. Und dann müssen wir auch nochmal nach Nordberg zurück. Denn dort haben meine Schergen tatsächlich eine Malersäule stehen lassen. Da hat mich ein Abonnent darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank. Und... dann schauen wir doch mal hier. Der Höllenherr, genau. Wir brauchen 40, wir haben 55. Das reicht bei weitem. Die Waffenkammer muss voll sein. Man weiß nicht. Und deswegen können wir nun diesen finalen Helm schmieden und sind dann perfekt ausgerüstet und können dann auch, wenn mich nicht alles täuscht, 50 Schergen kontrollieren. Man kann ja sagen, was man will, ne? Aber das sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt sind wir wirklich richtig episch ausgestattet. Wir werden mal gucken, was wir noch hier an Gold investieren können. Das soll jetzt auch nicht zu viel sein. Ah, okay. Wir lassen es erstmal. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wie gesagt, auch noch die anderen Mätressen... die Gegenstände kaufen müssen, wenn wir dieses Sleepover mit ihnen haben wollen. Damit wir noch unser Health Upgrade kriegen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Replay Overlord 2. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.